Das ist jetzt ein super besonderer Moment über dieses Projekt, was jetzt beginnt quasi, was so sich zum ersten Mal materialisiert hier in Köln. Über das haben wir vor 3 Jahren zum ersten Mal gesprochen. Heute geht's los und es sind total viele Kölner, sind unserem Aufruf gefolgt, hier hinzukommen und mitzumachen bei einer Sache, von der noch keiner von denen da drin weiß, was sie eigentlich ist, von der wir auch nur eine Ahnung haben. Und jetzt gemeinsam mit Michael Ostrieger werden wir das jetzt in der ersten Probe mal versuchen herauszufinden, was das werden kann, und darauf freuen wir uns. Und dann möchte ich natürlich den Mann vorstellen, der uns jetzt aufführungsreif machen wird. Er ist nicht nur Chorleiter, er ist nicht nur Komponist, sondern, ich liebe diesen Titel, Universitätsmusikdirektor Michael Ostrieger. Also heute ist es, das ist ja so eine Kick-Off-Probe. Wir wollen, also nicht nur ich, sondern auch der Patrick Hahn, wir wollen sehr viel Hintergrundinformationen auch vermitteln zu der Komposition, zum Komponisten, zum Projekt. Ich würde anfangen mit dem Schlussteil und würde Sie bitten, mal die Seite 33 aufzuschlagen. 3 und 4. Das könnte uns die See. Machen wir das auswendig bis dahin. Vorsicht, dass hier jemand nicht zu früh ist bei Vernichtet. Das macht ab jetzt Kölsch. Ich war schon mal in der Philharmonie, aber jetzt nicht. Bin jetzt kein Stammgast sozusagen. Und ich dachte ja, das wäre vielleicht auch eine gute Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln, was das Chorsingen angeht. Also ich bin tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt und auch nicht einschätzen kann, ob ich dann schnell mitkomme oder ob ich da vielleicht ein bisschen in die Bredouille komme, weil ich nicht hinterherkomme. Versuchen Sie bitte für sich diesen Rhythmus so abzubilden mit diesem Text, ja, den wir gerade gelernt haben. Fast hätte uns die See da. Vernichtet, fast hätte uns die Berge vernichtet. Außerdem werden wir das Libretto vorstellen, wir haben ein YouTube-Video vom Komponisten, wir haben eine Videobotschaft vom Regisseur, wir haben eine Videobotschaft vom Dirigenten. Also herzlichen Grüßen aus Paris und ich freue mich, dass wir sehen uns sehr, sehr, sehr bald für diese unglaubliche Reise zusammen. Wir werden jetzt nicht wie in der Oper große szenische Aktionen proben können. Es wird ein Konzert sein, das gewisse szenische Elemente hat. La première réflexion que je me suis fait, c'est qu'il y avait à peu près 2 siècles qu'on a soigné les musiciens de la même manière dans les orchestres. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait qu'une seule manière de construire un orchestre. Und das wird alles so ein bisschen die Chorprobe auflockern, in der wir dann auch die gesamte Chorpartitur einmal in den Blick nehmen wollen, also zumindest einen Überblick gewinnen wollen, was für Schwierigkeiten uns erwarten. In gebundener Form hat sich dieses Stück vor wenigen Wochen erst materialisiert. Am 20. März hat der Komponist den Schlussstrich unter dieses Stück gesetzt. Das heißt, die Noten sind nicht nur druckfrisch, die Tinte ist nass, wenn man das mal so auf dieses Bild bringen könnte. Machen wir direkt das Experiment, was hier draufsteht. Das können wir sofort mit der Szene machen. Sie gehen vor. Geht da raus, nehmt ihr das Singen, geht dann da rein, sofort wieder auf ihren Platz. Also die Herausforderung, denke ich, ist einfach auch das sich bewegen, also durch den Konzertsaal laufen. Oder weiß ja nicht, was da noch alles an Bewegung kommt. Ich finde, es gibt immer in so Chören, gerade bei so Großen, wenn die sich auch nicht kennen, das ist halt eine riesen Manövriermasse. Und wenn der Chor sich dann plötzlich bewegen soll, das sind viele Menschen nicht gewöhnt. Das kenne ich auch nicht so gut, dass man so von oben in die Philharmonie reinkommt und all so Sachen. Das hat ja schon sehr viel was von Erscheinen und alleine auftreten. So, hey, das ist schon heiß. Ich glaube, einige, die gedacht haben, hey, jetzt haben wir aber viel Zeit, die täuschen sich noch, weil das Gesamtgefüge stellt absolut noch Herausforderungen an uns, die wir noch gar nicht gesehen haben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.